Hallo und herzlich willkommen zu dem neuen Video vom kleinen Drechsler. Da mein letztes Laservideo ja bei euch so gut angekommen ist, hat jetzt schon über 100.000 Aufrufe und sind eben auch extrem viele neue Zuschauer dazu gekommen. Deswegen habe ich gedacht, mache ich jetzt für die und natürlich für alle, wo Laser mögen, einfach jetzt nochmal ein, zwei Laservideos, weil es gibt ja doch gerade aktuell viele neue 10 Watt Laser, auch 20 Watt Laser, da kommt jetzt nämlich auch nochmal ein Video. Deswegen finde ich es mal ganz interessant, einfach mal die Laser eben auch mal wirklich in Benutzung zu sehen und eben auch zu sehen, was für Unterschiede gibt es denn da. Weil es ist natürlich so, der eine Laser kann das, der andere soll das besser können und jeder hat eben irgendwie so ein bisschen was Spezielles oder Besonderes. Deswegen schauen wir uns heute mal den Arthur Laser Master 3 an. Den Laser habe ich für das Video auch von Otto zur Verfügung gestellt bekommen, also vielen Dank nochmal dafür. Und ich packe euch auch einen Affiliate-Link unten in die Videobeschreibung rein, also wenn ihr Interesse an dem Laser habt, schaut mal da unten rein und so könnt ihr eben den Kanal unterstützen, wenn ihr euch den Laser kaufen wollt. Weil von Otto habe ich nämlich schon mal einen Laser getestet, der Aufero Laser 2, und der hat mir eigentlich echt gut gefallen und war auch immer einer von meinen Lieblingslasern. Und das ist jetzt eben von denen das neueste und tollste Flaggschiff-Modell. Und das ist doch mal ein Grund, sich das mal genauer anzuschauen. Vielleicht als allererstes mal kurz ein paar technische Daten. Das ist ein 10 Watt Laser mit einer Doppeldiode, hat eine 40x40 Arbeitsfläche. Und das Besondere an dem Laser ist eben, dass er extrem schnell fahren kann. Weil der kann ich mit 20.000 mm die Minute fahren, was eben schon extrem schnell ist. Also so die normalen, wo ich jetzt so in der Regel kenne, sie haben in der Regel so 10.000 mm die Minute, was schon relativ schnell ist. Aber der soll jetzt das Doppelte haben. Und das eben bei einem 10 Watt Laser. Weil normalerweise sind eben die Laserköpfe ja auch umso stärker sie werden, umso größer. Aber der ist hier jetzt relativ klein gehalten und eben auch der Rest vom Laser ist eben alles auf Geschwindigkeit ausgelegt. Auch hier die Führung und so, alles möglichst leicht gebaut. Weil es ist eben so, umso leichter das Ganze ist und umso kompakter, umso besser und vor allem auch präziser kann man es beschleunigen. Natürlich kann man eine größere Konstruktion auch schnell beschleunigen und zwar einfach mit purer Kraft. Aber dadurch leiden eben wieder die Präzision, auch wenn sich dann der Laserkopf verdreht oder so. Und insofern haben die hier das Ganze ein bisschen kleiner, kompakter und leichter gelöst, damit man eben auf die hohen Geschwindigkeiten kommt. Und man hat eben auch einen Air Assist, insofern eignet er sich natürlich auch gut zum Schneiden. Da mich beim letzten Mal viele gefragt haben, wie kommt denn der Laser an und wie kompliziert ist es, den zusammenzubauen, gehe ich da jetzt heute auch mal ein bisschen genauer drauf ein. Der Laser kam in einer ziemlich kleinen Kiste. Der Aufbau war eigentlich auch relativ einfach. Ging auch ein bisschen schneller, würde ich sagen, wie bei den meisten anderen Laser, wo ich so teste, weil das ist nämlich hier so gelöst, dass an jeder Ecke nur eine Schraube ist und da dann eben die zwei Profile zusammendrückt. Das bedeutet, in jeder Ecke eine Schraube, hier den einfach draufschieben und ansonsten war es eigentlich bloß noch hier unten die zwei Riemenscheiben reinmachen und das war es dann, meine ich, auch schon. Natürlich Verkabelung noch, aber auch das waren eben bloß hier ein paar Stecker. Und somit ging dann der Zusammenbau eigentlich auch relativ schnell. Ich würde mal so sagen, ich habe eine Viertel bis halbe Stunde gebraucht. Und es ist eben auch Aufbauanleitung in Deutsch. Also insofern sollte eigentlich jeder hinbekommen. Als erstes will ich jetzt heute mal ein Bild lasern. Weil das habe ich jetzt eigentlich bisher noch nie in einem Video gemacht. Habe ich mal wirklich ein Bild mit Graustufen und so laser. Sondern ich habe ja wenn dann immer bloß mein Logo oder so eine Schrift. Was ja eben nur was Einfarbiges ist. Aber heute machen wir mal ein richtiges Bild. Und weil sich auch beim letzten Mal ein paar Leute gewünscht haben, dass ich mal mit der App arbeiten soll, der Laser hat eben auch eine App, seht ihr auch hier, hat eine Antenne. Und insofern machen wir das Ganze mal heute übers Handy. Und zwar ist mein Plan, einfach ein Handybild hierhin von meiner Hütte zu machen, wo ich ja vor gar nicht allzu langer Zeit gebaut habe. Und dann eben nur mit dem Handy über die App das Bild so weit zu bearbeiten, dass man es eben lasern kann und dann eben auch zum Lasern. Und das dann eben auf ein schönes Holz drauf, wo man dann eben schön als Schneidebrett machen kann. Also schauen wir mal, ob das funktioniert. Ihr seht, einen schönen Anschalter hat er auch. Das hat ja der TS2 nicht gehabt. Und der leuchtet sogar. Cool. Und was mir auch aufgefallen ist, der hat zum Home gar keine Schalter, sondern der macht es über seine Motoren. Der hat nämlich hier einfach dann die Schrauben als Endstops. Und da fährt er dann einfach mit ganz langsam und wenig Kraft dagegen und merkt dann eben, wenn der Strom beim Motor zunimmt und tut eben so seinen Nullpunkt setzen. Ist mal ein bisschen eine andere Möglichkeit, aber sorgt natürlich auch wieder dafür, dass man da eben nicht nur einen Schalter hat und somit da auch kein Kabel. Und funktioniert eigentlich soweit ganz gut. Also machen wir als erstes mal ein Bild hier von meiner Hütte. So, dann öffnen wir mal unsere App. Hier in dem Fall ist das Laser Explorer.
Ja, da muss man dann eben auch den Laser mit dem Handy dann zuerst mal verbinden, wenn man das das erste Mal macht. Aber das hat jetzt in meinem Fall eigentlich auch relativ gut funktioniert. Was eben wichtig ist, dass man die SD-Karte auch in den Laser reintut, weil sonst funktioniert das Ganze eben nicht so gut. Ja, und jetzt ist man hier eben schon automatisch mit dem Laser verbunden. Also wenn das einmal funktioniert hat, dann geht es eigentlich direkt, wenn man die App einschaltet. Und hier kann man jetzt zum Beispiel auf Control gehen und kann da mit seinem Laser rumfahren und eben schon die ganzen wichtigen Einstellungen und eben so alles Mögliche machen. Man könnte da jetzt auch den Laser laufen lassen, man kann da was framen, alles was man eben so braucht. Aber wir wollen jetzt das Bild gravieren. Dazu gehen wir dann hier einfach bei Album, suchen uns hier das Bild. Zack, da ist es dann auch schon. Und dann können wir da eigentlich auch schon weitermachen. In dem Fall will ich es jetzt auch gar nicht so groß zuschneiden, weil es so eigentlich schon passt. Dann kann ich hier einfach mal auf Next. Ich tue jetzt auch bewusst hier mal die ganzen Einstellungen einfach mal so lassen, was das Bild angeht. Und dann sehen wir mal, wie das Ganze so rauskommt. Jetzt ist hier das Ding auch schon im Preview drin. Dann kann ich mir jetzt natürlich noch die Größe einstellen, wie groß ich das Ganze will. In dem Fall hier nicht allzu groß, weil es ja auch ein relativ kleines Schneidebrett ist. Und dann sehen wir eben auch, wie die Details so rauskommen. Bei Configuration tue ich jetzt noch ein bisschen einstellen. Ich habe hier jetzt als Leistung 100% und eben hier bei Speed 8000 mm die Minute würde jetzt natürlich auch schneller gehen. Aber ich habe so das Gefühl, dass es eben bei so einem Bild so am schönsten wird. Gut, ansonsten alle Einstellungen lasse ich eben mal gleich. Und dann können wir hier auch schon auf Start gehen. Ausgerichtet ist es jetzt mal soweit, ist jetzt da, wo es sein soll. Also können wir jetzt natürlich unsere Laserschutzbrille aufsetzen und lasern. Sind im letzten Video auch extrem viele Kommentare gekommen, warum ich denn keine aufgesetzt habe. Ich habe natürlich eine aufgesetzt, aber das hat man im Video halt nicht gesehen, weil man eben beim Laser meistens den Laser gefilmt hat. Und zum so am Computer arbeiten setze ich sie nicht auf, weil sonst ist da immer alles so grün. Aber jetzt kann es ja losgehen, also Brille auf und hier auf Start. Dann lädt es jetzt hoch und dann kann es auch mit dem Laser losgehen. Also, ihr seht, hochgeladen ist. Dann können wir jetzt auch schon hier aus sicherer Entfernung die ganze Laserung starten. Und los geht's! Ja, wie ihr seht, ist jetzt fertig gelasert und ich muss sagen, ich bin mit dem Ergebnis wirklich begeistert. Weil, also ich glaube, so ein schönes Bild habe ich noch nie gelasert. Und das Ganze war jetzt eben auch wirklich eine richtig schnelle Sache. Also das war vom Knipsen bis zum fertigen Ding jetzt vielleicht eine Viertelstunde oder so. Und was mir wirklich gut gefällt, sind hier die Abstufungen. Also das sieht wirklich, finde ich, richtig stimmig aus. Dass es eben nicht alles bloß schwarz oder bloß hell ist, liegt natürlich auch im Kirschenholz, das ist da auch gar nicht so schlecht. Und ich finde, so alles in allem ist das ein richtig schönes Bild geworden. Und zumal ich ja jetzt auch nicht groß an der Einstellung rum. Also das habe ich alles so gelassen. Natürlich, das Bild war schon vorher recht kontrastreich. Aber ansonsten passt das alles jetzt wunderbar. Und wenn es jetzt noch nicht ganz so schön wäre, könnte man jetzt ja auch einfach noch den Kontrast ein bisschen rauf oder runter machen. Und dann bekommt man da eben so ein schönes Ergebnis hin. Aber jetzt will ich auch nochmal auf ein Thema eingehen, was beim letzten Video eben extrem oft in die Kommentare kam. Und das ist eben das Thema Sicherheit. Das Ganze fing natürlich an mit Brillen. Einmal da die, wo da beim Laser dabei sind, natürlich aufsetzen muss. Das würde ich auch jedem von euch empfehlen, weil bei jedem Laser ist schon eine Brille dabei. Und natürlich, man weiß nicht ganz genau, wie gut die Brillen sind. Und es gibt natürlich auch richtige Laserschutzbrillen, wo dann aber einen Haufen Geld kosten und so. Und dass die natürlich dann noch besser sind und noch sicherer, ist alles klar. Aber auf jeden Fall, die Brille, wo beim Laser dabei ist, sollte man auf jeden Fall immer aufsetzen. Weil mit so Lasern ist nicht zu spaßen. Ihr seht ja, die haben eine unglaubliche Leistung. Hier jetzt so 10 Watt Ausgangsleistung. Und das ist eben schon eine ganze Menge. Man sieht ja auch, so ein Laser geht durch Holz durch wie Butter. Und so geht er natürlich auch durchs einen Finger oder durchs Auge durch, wenn es da eben dumm läuft. Deswegen immer eine Brille auf und natürlich auch nicht irgendwie mit dem Laser in Kontakt kommen. Weil das wäre natürlich auch blöd. Dann, was mir gerade noch aufgefallen ist, ich habe jetzt hier natürlich diesmal direkt auf dem Glastisch gelasert. Normalerweise tue ich da jetzt die Unterlage immer noch drunter, die kommt jetzt auch drunter. Aber in dem Fall war das jetzt eben auch, ich habe hier nur da drauf gelasert. Und falls dann doch mal der Laser unten durch, würde auch nicht sonderlich viel passieren. Auch, dass der Laser ja
den Fokus hat und dann unten auf dem Boden schon wieder ein so großer Fleck ist, dass da jetzt nichts mehr passiert. Aber natürlich, wenn man da drunter liegt und reinguckt, wäre es natürlich trotzdem blöd. Deswegen Safety first und hier noch ein Holz drunter. Es haben ja auch viele geschrieben, wie kannst du nur im Garten lesen, das ist ja viel zu gefährlich und verantwortungslos und so. Wenn da die Mutter oder der Hund oder so rauskommt, ist alles viel zu gefährlich. Da muss ich sagen, da habe ich natürlich auch alles abgesichert. Wenn jemand rauskommt, hat er natürlich auch eine Laserschutzbrille auf, auch der Hund. Aber jetzt mal Spaß beiseite, wenn ich hier draußen laser, sage ich das natürlich meiner Familie, dass da jetzt keiner rauskommt und auch der Hund ist da nicht draußen, sondern der ist da natürlich im Haus. Und ich persönlich laser nach Möglichkeit immer draußen, eben wegen dem Rauch, weil man kann eben mit so einem Laser, ohne jetzt den einzubauen, nicht indoor lasern. Das geht einfach nicht, gibt viel zu viel Rauch und der ist eben auch ziemlich giftig. Deswegen sollte man, wenn man indoor betreibt, sich eine Kiste mit Absaugen drumherum bauen oder eben draußen lasern. Und dann wollen wir eben als nächstes nochmal sehen, wie schnell der Laser ist. Weil das ist ja das, was an dem Laser das Besondere sein soll. Also probieren wir es mal aus. Aber jetzt tue ich eben nicht bloß einfach ganz normal Linie für Linie gravieren, sondern tue eine Vektorschrift lasern, wo er dann eben außen rumfahren muss. Und das probieren wir jetzt mal mit denen 20.000 mm die Minute. Weil wenn er die können soll, sollte der sie ja auch in jeder Lebenslage können. Und das ist jetzt natürlich auch eine relativ kleine Schrift. Insofern, ich bin mal gespannt, was passiert. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. Also hier das Abfahren mit der unglaublichen Geschwindigkeit hat er erstaunlicherweise so gemacht und hat auch wirklich so ausgesehen, als ob er die ganze Zeit so ziemlich die volle Geschwindigkeit beibehalten hat. Natürlich, das sieht man jetzt nicht so arg viel, dadurch, dass der Laser natürlich so wie alle guten heute auch so einen ultrafeinen Spot macht, sieht man jetzt eben nichts. Aber jetzt wollen wir mit der Geschwindigkeit das gleiche nochmal Linie für Linie lasern. Also ihr seht, das hat jetzt auch funktioniert. Da ist jetzt auch von der, sieht man jetzt auch schön, also ist jetzt tief genug reingebrannt. Und da merkt man eben schon, dass man da eben mit arg hohen Geschwindigkeiten arbeitet, weil man da eben auch unglaublich viel Leistung braucht. Weil das war jetzt eben auch volle Leistung und da haben jetzt die 10 Watt gerade so gereicht. Also wenn man da jetzt bloß einen 5 Watt Laser hätte, dem würde es gar nichts bringen, wenn er so schnell fahren könnte. So, nächster Tag. Heute wollen wir dann noch Edelstahl lasern und auch dann noch Holz schneiden. Als erstes fangen wir mal mit dem Edelstahl-Lasern an und da will ich auch noch ein cooles Feature von der App ausprobieren. Und zwar kann die QR-Codes erstellen und die auch direkt lasern. Also machen wir das mal. Dazu geht man einfach auf QR-Code, tut dann eben da hinschreiben, was man will. Da kann man natürlich auch einen Link oder sowas machen. Und dann kann man das auch, wie ich das mit dem Bild auch schon gemacht habe, einfach lasern, dann noch seine Einstellungen einstellen und dann kann es auch schon losgehen. Ich lasse jetzt mal ziemlich langsam laufen mit 300 mm die Minute, damit es auch wirklich richtig schön tief reingebrannt ist. Würde natürlich aber auch schneller gehen. Dann ist eben bloß nicht ganz so tief. So, wie ihr seht, fertig gelasert ist es jetzt mal. Auch noch ein bisschen warm, aber ihr seht, das sieht auf jeden Fall schon mal richtig, richtig gut aus. Dann schauen wir mal, ob das mit dem QR-Code auch funktioniert hat. Ja, direkt. Und schon kommt schon der Text, wo man reingeschrieben hat. Also, habt ihr schon abonniert? Als nächstes wollen wir dann jetzt eben auch noch Holz schneiden. Da habe ich jetzt auch wieder die Hölzer vom letzten Mal rausgesucht. Natürlich auch nochmal ein dünneres, weil ist vielleicht für manche auch ganz interessant, wie er sich so in einem dünnen Holz mit so 3-4 mm schlägt. Und mit dem fangen wir da auch mal an. Der Laser hat ja auch einen Air Assist bzw. einfach einen Druckluftanschluss. Ein Kompressor ist da, so wie bei meinem TS2, auch keiner dabei. Insofern muss man da eben sich selber, wenn man selber noch so einen kleinen Air Assist Kompressor hat oder ansonsten, wie ich es im letzten Video gemacht habe, einfach mit normaler Werkstattdruckluft vom großen Kompressor und dann eben mit einem Druckminderer. Ich habe den so auf 1 bis 2 Bar eingestellt. Aber heute benutze ich mal so einen kleinen Air Assist Kompressor und da können wir uns jetzt einfach hier den Schlauch oben in den Laserkopf einstecken und dann kann es auch schon losgehen.
Wie ihr seht, hier haben wir jetzt einen richtig schönen sauberen Schnitt. Mit der Geschwindigkeit habe ich auf 200 mm die Minute runtergehen müssen. Aber ansonsten sieht es jetzt eigentlich echt gut aus. Also von der Oberseite schön keine Schmauchspuren, Unterseite auch richtig schön und eine schöne helle Schnittkante. Und was eben eins von meinen Lieblingsfeatures an dem Laser ist, ist eben, dass der Lüfter von dem Laser ausgeht, wenn der Laserkran nicht arbeitet. Weil das finde ich nicht so viel angenehmer, wenn man mit seinem Laser eben gerade noch irgendwas einstellt oder so, oder mit dem Laser fertig ist und dann nicht die ganze Zeit der Lüfter läuft. Weil die sind ja bei dem Laser in der Regel immer recht laut und nervig. Und insofern ist es dann natürlich super angenehm, wenn der Lüfter auch nur läuft, wenn er laufen muss. Und dann jetzt hier das 7 mm starke Fichtenbrettle, wo ich im letzten Video die Kiste draus gebaut habe. Weiter habe ich noch ein Ding übrig. Gut, ihr seht auch das hier wunderbar in einem Durchgang. Da bin ich jetzt auf 70 mm die Minute runtergegangen. Ich meine, das habe ich da letztes Mal auch verwendet. Und so sieht der Schnitt eigentlich auch ziemlich gut aus. So, und jetzt hier nochmal die 15 mm. Also ihr habt gesehen, die 15 mm haben auch prima funktioniert. Zwei Durchgänge mit 70 mm die Minute und wir haben jetzt auch ein ziemlich schönes, sauberes Ergebnis. Also ihr seht hier oben, die Kante ist echt perfekt. Durch den Air Assist auch keine Schmauchspuren. Auf der Unterseite sieht es eigentlich auch ziemlich gut aus. Aber natürlich bei so starkem Material hat man eben unten meistens eben doch dann keine ganz so saubere Kante mehr, weil dann eben der Laserstrahl doch ein bisschen breiter wird. Das ist eben bei etwas dünnerem dann doch nochmal präziser. Und jetzt eben noch die 20 mm als Härtetest. Und hier beim zweiten Durchgang kommt er jetzt auch schon durch. Muss ich mal schauen, ob ich den dritten überhaupt noch brauche oder ob ich da jetzt schon abbrechen habe, den zweiten. Und hier bei den 20 mm hat es auch super funktioniert, da habe ich jetzt drei Durchgänge gebraucht, wobei er eigentlich beim zweiten schon fast überall durch war. Aber ansonsten eigentlich auch wieder oben super sauberer Schnitt, unten eigentlich ähnlich wie beim 15 mm starken, also da sehe ich jetzt keinen großen Unterschied und in somit auch echt eine super Sache und auch eine echt gute Leistung, muss man schon so sagen. Und da mir beim letzten Video unglaublich viele Leute Kommentare und auch direkte Nachrichten und E-Mails geschrieben haben, wo man denn den Laser kaufen kann und wo ich den her habe, jetzt eben nochmal. Unten ist ein Link in der Videobeschreibung, das ist ein Affiliate-Link. Das bedeutet, wenn ihr über den Link den Laser kauft, bekomme ich eine kleine Provision und ihr könnt ebenso den Kanal unterstützen. Jetzt habe ich ja mal eine Weile mit dem Laser gearbeitet und ich muss wirklich sagen, das ist ein super Laser. Das ist ja auch ein bisschen ein kleinerer Laser, also der hat ja nur die 40x40 statt jetzt ein paar andere von mir, wo 43x43 haben. Für den einen mag das jetzt ein Vorteil sein, für den anderen mag das ein Nachteil sein. Muss man eben schauen, was man da braucht. Hat natürlich den Vorteil, der ist zum irgendwo hinstellen kleiner, dadurch, dass er auch ein bisschen weniger hoch ist. Und eben von der Grundfläche her ist er ein bisschen kleiner. Also wenn man da ein bisschen Platzprobleme hat, so wie ich, ist das natürlich nicht unbedingt schlecht, wenn er ein bisschen kleiner ist. Zumal man ja auch selten wirklich ein 40x40 großes Teil lasert. Dann so die Verarbeitung, muss ich auch sagen, ist ein wirklicher Pluspunkt, weil das gefällt mir eigentlich echt gut, wie das hier gelöst ist. War auch beim Zusammenbau alles richtig einfach und macht soweit auch einen wirklich sehr hochwertigen Eindruck, wenn man sich so anschaut. Dann die App gefällt mir auch relativ gut. Natürlich, was man sagen muss, das ist eben eine App. Und wie es eben bei so gut wie alle Handy-Apps und irgendwelche Geräte ist, ist es eben so, dass sich die App manchmal aufhängt oder dass manchmal was nicht funktioniert. Dann muss man wieder entverbinden und dann wieder neu verbinden, aber dann klappt es doch irgendwie. Aber das muss ich sagen, das ist eigentlich bei allen Apps, wo ich kenne. Da gibt es auch eigentlich so gut wie keine Ausnahmen, dass mal eine App ist, wo ich wirklich sage, die funktioniert immer und 100% perfekt. Aber trotz allem habe ich jetzt mit der App immer relativ gerne gearbeitet und hat auch jetzt eigentlich immer super funktioniert und die Ergebnisse sprechen für sich selbst. Und dann natürlich nochmal der große Pluspunkt von dem Lüfter, wo eben nur läuft, wenn der Laser gerade lasert.
Und natürlich die 20.000 mm die Minute ist natürlich für Leute, die wo viel gravieren, schon auch echt eine super Sache, weil man dann eben doch, was weiß ich, 50% schneller lasern kann, wie man es eben mit seinen anderen Lasern bisher gemacht hat. Und das merkt man natürlich, dass es zeitlich dann schon einen Unterschied gibt. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich werde in nächster Zeit auch bestimmt noch ein oder zwei Laser vorstellen, weil ich finde es eben doch interessant, wie da eben die Unterschiede sind und was eben die einzelnen Laser eben wirklich dann unterscheidet voneinander. Also dann, bis zum nächsten Video. Tschüss! Boah, oh, das ist ja wieder Götterspeise durchgucken. Boah, herrlich. Das muss so über die Ohren.